Courtney, seriously? Do not forget I need those papers before tonight. Like, now. Thanks, Sherry. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers to you this afternoon. I am so on it, consider it done. So, da wären wir wieder. Da können wir gerade mal... Aha, da ist doch jemand drin. Fine, I won't disturb you. Ja. Aber man kann ja theoretisch die Zeit zurückspulen. Aha. Also noch weiter. Können wir mal kurz reingucken. Yeah, of course, Victoria. I'll get the tests and papers this afternoon. I'm so on it, consider it done. Wird mal einfach weggeschoben. Naja, gut. Was gibt's denn sonst noch so? Das kennen wir ja schon, ne? Brauche ich mir eigentlich nicht nochmal. Was this poster really trying to tell me? Ja, weiß nicht. Vielleicht die Erde retten. No Brooke here. Ich wüsste zwar nicht, warum ich unbedingt bei ihr vorbeischauen müsste. Aber man kann ja mal Hallo sagen. Aber wenn sie nicht da ist. Ich meine, gut. Einfach nur zum Hallo sagen reinkommen ist auch ein bisschen merkwürdig. Rachel looks like she's staring at me. Okay, interessante Interpretation. Es ist ein Bild. Aber gut. Jedenfalls, wir kennen ja die Sachen ja eigentlich alle schon. Hier ist natürlich wieder was Neues aufgetaucht. Leute, muss das denn sein? The marks of Satan. Ja, wirklich. Weg damit. I sure would like to catch this hall tagger. Ja, wirklich. Also, warum? This is like the public DNA of our dorm. Ja, das können wir auch schon. Ignorieren wir das. Also wenn nicht, dann sorry, aber ich glaube, das hatten wir beim letzten Mal schon. Und auch das. They live. Da ist gerade was abgegangen. Mal wieder ging etwas, ja, an den Kopf von Alyssa. Das ist ja toll. One quick rewind and I could stop this TP attack. Ein Moment. Nein, jetzt habe ich das zurückgängig gemacht. Moment, ich gehe nochmal ganz zurück. Gehen wir das mir mal ganz zeitsparend an. So, jetzt ist der Zeitpunkt, in dem sie aus ihrem Zimmer rausgekommen ist. Moment. So. Und jetzt sofort. So. Ist das auch erledigt? Moment, was macht Trevor da? Da will ich gerade nochmal zurück. Okay, jetzt habe ich das wieder rückgängig gemacht. Love you, T. Okay, weiß Bescheid. Deswegen tanzt sie wahrscheinlich auch. Wie lange brauchst du denn, um diese Kleinigkeit einzuschreiben? Das ist ja Wahnsinn. Der braucht ja ewig. I'd love to make a photo collage of every person who've posted these. Ach so, das kennen wir auch schon. People here are merciless. Ja, ja. Hallo, Brooke. There's Brooke, looking smarter than everybody. Hallo, Juliet. Whatever they're watching must be hot stuff. Taylors Zimmer? Ne, die ist ja nicht da, das haben wir gerade gesehen. Taylor is no doubt being led around by Victoria, as usual. Dachte ich mir doch. Go, Miss Grant. Was können wir da? Not sure if I will, though. I'm a loser. Blackwell isn't that big, but it sure feels like a labyrinth. Samuel truly is a weirdo.
But he is great at cleaning up. Ich mag ihn. Kannst du sagen, was du willst. Der ist was Besonderes. Welcome to Black Hill. Ja, okay. Da hat man nochmal gesehen, da hätte man den Namen von Juliet herausfinden können, um ihr dann zu sagen, dass man ihn weiß. Okay. Clearly not a morning person. Interessant. Ich dachte, Stella wäre so fleißig. Hey, clever geht. Hat er jetzt endlich fertig geschrieben? I didn't think Kate was like this. Macking on those bros? Ew. We shouldn't be watching this. Einen Moment, das will ich mir nochmal anhören, was sie dazu sagen. Okay, jetzt geht er weg und dann fangen die an zu reden, oder was? Gross. The Vortex Club are such pigs. I'm glad I pissed them off. I didn't think Kate was like this. Macking on those bros? Ew. We shouldn't be watching this. Everybody's seen it by now. Und sie schauen es trotzdem. Toll. Ja. Ich denke mal, ja, es ist offensichtlich. Also wer die letzte Episode mitgekriegt hat, der wird wohl wissen, was da abging. Ach so, hier noch die Sache mit Alyssa, da muss ich nochmal zurückgehen. Ja, nochmal weiter zurück. Okay. Ah, jetzt ist das wieder da. Kacke. Moment. So. Jetzt kann ich hoffentlich noch rechtzeitig hier hingehen. Alyssa, can you stand over there? Okay, Max, if that makes you happy. Ha. Wow, now that was close. Thank you, Max. Wobei ich eine Sache gerne jetzt ausprobieren würde. Einen Moment. Ich will wissen, wie die Reaktion ist, wenn sie davon getroffen wird. Jeden Moment. Da. Au! Vor allem kann ich gucken, wer das war. Okay, das sieht nach irgendjemandem aus, den man nicht kennt. Ja, toll. If I help Alyssa, I could be like the godmother of Blackwell. You okay, Alyssa? Immature assholes. Sorry, Max. I'm not feeling social right now. Max, I don't want to talk. Comprendo? Comprendo? Okay. Max, I don't want to talk. Comprendo? Gut, dann noch einmal zurück, dann helfen wir aber wirklich und dann hat sich die Sache erledigt. Also. Ach nee, das war zu weit. Kacke! Jetzt habe ich das wieder rückgängig gemacht. Meine Güte, ey. Mal ganz zurück. Das weg. So. Und jetzt wird sie gewarnt. Alyssa, can you stand over there? Okay, Mac. So. Ha. Alles erledigt. Alles, als ob keine Zeit vergangen wäre. So schnell. Schnell wie der Blitz. Why, hello again, Alyssa. Okay, Max. That's twice you've saved me from a projectile weapon. Are you my guardian angel? Hardly. I just have a sixth sense for trouble. I'm glad to help you out. Blackwell has a surplus of assholes. Oh, by the way, Warren said you borrowed his epic film flash drive. I didn't know you were a sci-fi geek like us. What's your favorite? Jetzt wird's schwierig. Also ich muss gestehen, dass ich den einen davon nicht kenne. Und zwar Looper. Das sagt mir jetzt ehrlich gesagt leider nichts. Aber die anderen, das ist sowas von Kopf an Kopf rennen. Ah.
Ich glaube, ich muss mich hier entscheiden für zurück in die Zukunft. Aber wir haben ja die Zeit sozusagen. Ich möchte gerne alle Antworten hören. Looper was very cool. Seriously, plays Gross. With your mind. The Vortex Club I'm still are trying such to figure pigs. It out. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just pretend I have no idea what you mean. Ja, ich hab aber so ein Gefühl. Also, was heißt so ein Gefühl? Ich meine, sie hatte ja schon bei der ersten Begegnung, die wir mit ihr hatten, schon so das andeuten lassen, dass sie so ein eifersüchtiger Typ ist. Weil sie immer auf Warren weil sie Max immer auf Warren anspricht. So. Max, let's talk later. Good luck with Warren. Dankeschön. Max, let's talk later. Good luck with Warren. So, an der Stelle nochmal zurück. Ich möchte die anderen Antwortmöglichkeiten noch hören. Da, an der Stelle können wir ja wieder überspringen und dann geht das Ganze, also die Dialoge, die wir schon von können, werden übersprungen. Das heißt, wir hören nur die neuen Sätze. Das heißt, es ist gar nicht so viel Zeit. Well, hello again, wie man okay, denken Max. Könnte. That's twice. So. Hardly. Blackwell? Oh, by the. So, jetzt sage ich täglich grüßt das Murmeltier. I love the idea of going back in time to fix mistakes in Groundhog Day. I barely want to go forward in time, much less go backward. I hear you, but it's all about the choices you make now. You and Warren do know your sci-fi. Be careful, you might make Brooke jealous. I'll just... Ja, das haben wir schon gehört. Ja, Max mag die Idee, in der Zeit zurückzugehen, um Fehler gut zu machen. Das kann ich mir vorstellen. Sagte ich, während ich die Zeit-Zurückspul-Taste drückte. Why hello? Okay. So, jetzt sage ich aber meinen wirklich meinen wirklichen Favoriten. Oh, by the I love Back to the Future, of course, but who doesn't? Can you imagine going back in time to Blackwell in the 1980s? We'd suffocate from all the hairspray. You and Warren do know your sci-fi. Gut, dann hätten wir das auch erledigt. Ich habe ja sogar mal 2015 war ja das Jahr, in dem sie bei Zurück in die Zukunft gereist sind. Und da habe ich mich so von dem Hype anstecken lassen, dass ich sogar unbedingt, also gezielt Klamotten gekauft habe, damit ich mir dieses Outfit von Marty McFly zusammenstellen kann. So weit bin ich gegangen. Und ich habe es und als ich es getragen habe, wurde ich sogar darauf angesprochen. Das heißt, es hat funktioniert. Haha. Leider kann man das immer nur tragen, wenn auch die richtige Temperatur draußen ist. Darf halt nicht zu kalt sein und auch nicht zu warm, sonst geht man kaputt. Okay, das wissen wir aber auch schon. Thanks for the warning. Ja, das haben wir auch schon gesehen. So, da sind die Duschen, da wollen wir ja hin. Deswegen gehe ich da jetzt noch nicht hin. Chloe is so determined to find you, Rachel. Oh ja. Nicht nur sie. Also, ich meine, Max ist da jetzt auch dahinter, also. Ne, mach dich mal nicht kleiner, als du bist. Wake up, Max. Juliet is next to me in the hall, not her room. Witzig wäre jetzt noch, wenn Juliet das mitgekriegt hätte. Ja. Kann ich denn nicht mit denen reden? Doch, kann ich jetzt. Ach, jetzt geht's mittlerweile. Hallo, ihr. Hello, Juliet. Hey, Max. Did you check out Kate's hot video yet? Warum? Why should I? Because it's fucking hilarious. Church girl gone wild. Kate's not like that and you know it. Really? Check her out and tell me what she's like. Do you believe everything you see? Like Zachary sexting Dana? Touché. Now I feel like an ass. Thanks for finding out the truth yesterday. Ha. Bist du sicher? Was soll das heißen? Are you sure? I thought you'd be pissed. Not at you. Part of me was almost disappointed because I built up so much rage. Glad to see you're back in action. You have a good heart, Max. And I won't watch Kate's video anymore. Or pass it on. That's the spirit. Thanks, Juliet. Sure. Talk to you later. Zeke. Juliet has no clue how much this is hurting Kate. Ja, denke ich mir auch.
Und an der Stelle will ich nochmal die anderen Antworten hören. Whatever they're watching must be hot stuff. Ach so, die Reaktion vor dem Gespräch. Hello, Julia. Hey, Mac. So, jetzt sagen wir nicht cool. That's so not cool. I didn't get wasted on camera and get busy with the Vortex Club. Kate's not like that and you know it. Really? So, Victoria? What did you do about Victoria pulling that crap? Nothing yet. My mind works in devious ways, too. Glad to see you're back in action. You have a... That's the... Sure. Und nochmal zurück. Die letzte Möglichkeit. Müssen wir durch. Mit Juliet. Hello, Juliet. Hey. Das kann ich auch überspringen. That's... Deep... So, jetzt sagen wir uns Zachary. What about Zachary? Did you let him off the hook? When he acts like a worm, I let him dangle. Glad to see you're back in action. Yep. That's... Gut. Hätten wir das abgehakt. Wissen wir auch, was mit ihr los ist. There's Brooke, looking smarter than everybody. Ja, das haben wir schon gehört. Hallo, Brooke. Hey, Brooke. Oh, hi, Max. Hast du den Schnee gesehen? Did you see the freak snowfall yesterday? I was riveted by that weird snow flurry yesterday. I can't tell if you're being serious or not. Since I'm a science noob, I was wondering if you could explain it. I'm serious. Even meteorologists can't explain that snow. I bet Warren can. Did you talk to him yet? Und wieder, sie bringt wieder Warren ins Gespräch. Nein. No, not at all. He's my friend, not my mother. True. And Warren really loves to talk meteorology with me, since I'm one of the few who can talk back. Talk to you later, Max. Ooh, sie ist so schlau. I don't have time, Max. I can't talk now. At least she's dedicated to her schoolwork. Yeah. Weißt du, sie redet nur über Warren. Naja. Hey, Brooke. Aber die andere Variante noch. Du wirkst abgelenkt. You look distracted. Everything cool? I was riveted by that weird thing. Gut, haben wir hier nichts Neues gehabt. Später. Also Warren, später reden wir mit ihm. I will later. Lucky you. I'm sure he'll track you down, Max. I'll see you around. Ja, wir haben ja gesehen, der wartet sogar. Beim Blick aus dem Fenster haben wir das ja gesehen. Okay. Damit. Ich meine, eigentlich wollte ich mit Juliet nicht Excuse reden. Me, I'm texting Zach. Ach so. Really, Max? Hat die mehrere Sachen zu sagen? I don't have time, Max. I can't talk now. Really, Max? I'm not watching the video, Max. Das finde ich gut. Excuse me, I'm texting Zach. Okay, die haben wahrscheinlich zwei Sätze und das reicht. Okay, dann schauen wir doch mal, was Dana so macht. Die tanzt halt und so. Das sieht man ja. Hey, Dana. Komm mal rein und so, ne? Ach, und die Uhrzeit schläft man noch nicht mehr. Komm schon, ich weiß doch gar nicht, wie spät es ist gerade, aber... Wobei, eigentlich kann ich das nachschauen. Denn Chloe hat doch getextet. Die Nachricht kam doch frisch an. Das heißt, wir haben jetzt 7.38 Uhr oder sowas in dem Bereich. Huch, das sieht aber merkwürdig aus im Spiegel. Ich glaube, es ist nicht so gewollt. Gruselig. Trevors Jacke. Ja, da hat er wohl was vergessen. Trevor is making himself comfortable. Ugh, hope they don't get busted. I can't even imagine what life would be like being a cheerleader. Dramatic, I guess. Ja, das haben wir schon. Das haben wir auch schon, oder? Dana takes her Blackwell spirit seriously. Zeug. Also Halloween-Zeug wahrscheinlich, ne? Sieht so aus. That is so damn cute how much Dana is into this Halloween party.
bringt Ablenkung. Vielleicht ist es ja auch ein Faktor. Keine Ahnung. Rollerblade. Oh, I wanted to be a derby girl, but I almost broke my feet just putting them on. Ja, weiß nicht. Kann mir auch nicht so begeistern, richtig. Nur so ein bisschen vielleicht. Ja. Curiosity killed the Max. Muss man halt mal gucken, ne? Wenn sie da mit Tanzen beschäftigt ist, ihr scheint da ja wohl nichts dagegen zu haben. Oder wenn doch, dann können wir die Zeit durchspielen. Das haben wir ja letztes Mal mitgekriegt. Who will survive and what will be left of them? Don't say that out loud, dork. Also jetzt im Hinblick auf, ja, okay, auf Freitag. Ja, was haben wir hier? Dang Award, Beziehungsstatus in einer Beziehung. Happy, happy, joy, joy. Ja gut, das haben wir ja mitgekriegt. That would be fun to put skulls and ghosts all over Blackwell. Also, ja. Das Spiel will unbedingt erstmal mitkriegt, das mit Dana und Cutter und so. Das haben wir doch schon. Das haben wir schon vorgelesen. Genau, das hat Max auch im Zimmer gehabt. Den muss ich nicht. Like I could pull this look off. Hello, Victoria. Kostüm, Central, Varieté, Gothic, Outfits für Frauen. Größen 0, 0 bis 20, 150 Dollar. Okay, das kaufe ich mir nicht. Das weiß ich schon. Ich gebe mein Geld lieber für andere Sachen aus. So. Kann man rausgucken? Sieht man da was? Ja. Naja, hier sieht man nicht allzu viel. So, was hat sie denn noch alles hier? Während sie da immer noch am Tanzen ist und will hier rumschnüffeln. Ach so. Deswegen. Speaking of Halloween, look at all this makeup. At least Dana knows how to use it. Also ich weiß es jedenfalls nicht. Oh, was haben wir da? This is both sad and pathetic. Ich glaube, das hatten wir schon, oder? Ja, das hatten wir schon. Ist immer noch traurig und erbärmlich. So. Ansonsten haben wir, glaube ich, hier nichts, deswegen könnte ich mal ruhig mit Dana reden, ne? Deswegen bin ich hier reingekommen, einfach mal um zu gucken, ob es dir denn besser geht. Im Vergleich zu gestern. Dem Stress dann. I've never seen Dana this bouncy and happy without a pot of coffee. Ich hatte ja eine Kaffeemaschine hier rumstehen, ne? Nee, keine Ahnung. What's happening, Dana? Everything cool between you and Juliet? Oh, yeah. Thanks again for releasing me from her captivity. By the way, the best and biggest news of the day is that Trevor asked me to the Halloween shindig. That's awesome, Dana. At least we're showing our faces together in public. So you absolutely should go with us. Borrow one of my outfits and come as a cute geek couple with your bitch Warren. I'm not big on cosplay. Don't let life pass you by, Max. So, are you coming to the party or not? Ich fange mal an mit nein. No, sorry. It's just not my thing. You came to Blackwell to discover yourself, not hide in your dorm. I won't discover myself avoiding projectile vomit from bro dudes. Thanks anyway. Let's talk later, Max. Let's talk later, Max. Okay, das war's schon. Nochmal. Dann sag ich halt, warum nicht? Ich meine, es kann ja wirklich nicht schaden, sich zu zeigen. Was ist denn die Alternative? Dana? Oh, by the way, don't let. So, auf geht's. Warum nicht? Why the fuck not? If I hate it, I can always go back to my room. Eben. That's the spirit, Max. After this, you'll be ready for a rave. It does sound like fun. Now I have to go contemplate my party future. Wobei ich auch nicht so der Typ bin, der unbedingt auf solche Veranstaltungen gehen muss. Aber okay. Let's talk later, Max. Ja, gut, dann gehen wir halt. Ist ja sonst nichts hier.
Okay, dann. Ab geht's. Gibt's denn sonst noch Neuigkeiten? Hier, neue Personen haben wir noch keine kennengelernt. Nö. Warum auch? Die kennen wir ja alle, die wir hier gesehen haben. Okay. Dann können wir jetzt langsam mal wirklich zum Duschen gehen. Hat ja lang genug gedauert. Hey, Kate. Vielleicht muss ich mich erst umsehen. Aber habe natürlich das Bedürfnis... Ach was, komm. Gehe ich direkt zu ihr. Ich muss jede Gelegenheit nutzen. Kate is not good. Deswegen. I wish David would get off her crack, as Chloe would say. Hey, Kate. How are you doing? I'm here. Thanks again for standing up for me yesterday. I needed that. Anytime. That guy has issues. Doesn't everybody here? By the way, Max, do you still have my copy of the October Country? Oh, yes, of course. It's great so far. I didn't realize Bradbury was such a poet. Can you please bring it back to my room this morning? I just need to take some notes for class. Absolutely. I'll bring it by later. Das ist das Signal, dass wir in die Dusche gehen sollen. Aber ich will mit ihr reden. After my shower, I'll bring her book back and that'll be a good excuse for us to chat. Maybe just talking with a friend will help her feel better. Eben genau das denke ich nämlich auch. Auch wenn sie vielleicht sagt, dass sie ihre Ruhe haben will, aber sie fühlt sich ja, denke ich mal, ziemlich allein gelassen. Wenn die Leute alle dieses Video gucken und darüber lachen und so. The last time I got a flu shot, I got the flu. Ja, das kennen wir schon. Fuck you. Aber das ist ja dann nicht so, also ich meine, impfen ist besser. Impfen vor allem. I'm good to flow. Thanks. Ja, das habe ich auch schon gehört. Otter power? I'm so not there. Ich glaube, das haben wir auch schon gehört. Also hier ist nicht wirklich was Neues. Okay. Dann bleibt jetzt nichts anderes übrig, als unter die Dusche zu steigen. Denke ich mal. Gut, dann tun wir das. What's up, Kate? School. That's it? That video of you clubbing didn't look like homework. Victoria, that wasn't me. Oh my god, right. Don't be shy. I think it's awesome you set a tongue record on video. You're going to be sorry someday. Oh, boo-hoo. I'm sorry you're a viral slut. I'm sure she had fun. Looks like it. I know Nathan hooked her up, and you know he has the good shit. Preach it, sister. Yup, I still have goddamn paint all over my face. Good thing my faithful minions took their sweet time bringing me a towel. We ran all the way- Give it a rest, Taylor. Now I know if I'm in an accident, I won't rely on you or Courtney for help. You can hang out with Kate, or Max. She's a weirdo with that dumb camera. I hate that I'm so quirky crap. Anyway, let's leave the link to Kate's video so everybody gets a chance to see her in action. You are such an evil biatch. I love it.
I better get dressed, then go give back Kate's book. Da hatte man, weißt du, am letzten Tag, nach der Aktion mit der Farbe, weißt du, so einen angenehmen Moment mit Victoria, ja? Da dachte man mal kurz vielleicht so, mindestens ansatzweise, dass sie ein Mensch wäre, ja? Und dann kommt sowas wieder, ey. Hier duscht noch jemand. Wo denn? Ich glaube, diese Dusche ist besetzt. Okay, sind wahrscheinlich beide besetzt. Deswegen sind die auch zu, ne? Aber ich glaube, ich höre das Wasser nur von einer Seite. Egal. Water is almost as good as a cup of strong tea when I'm in sleepy mode. Ja, das dachte ich mir schon. Deswegen wolltest du da auch gestern da das unbedingt dich auffrischen. Und dann, um dann Zeuge eines Mordes zu werden. Oder sowas ähnliches. Hello? Water? Sorry. I forgot. Oha. Die sind knapp bei Wasser oder sowas, habe ich den Eindruck. Oder halt, dass der Druck da nicht reicht für alles gleichzeitig. Oder so, keine Ahnung. Ja. Is that the link to Kate's video? Damn, Victoria is so fucking mean. Ja, das ist er. Das hast du doch mitgekriegt. Du hast doch selbst zugehört. Also weg damit. Even if I can stop one person from watching it, it's worth it. Genau. Richtige Antwort. Trust no one. Ja, glaube ich langsam auch. Okay, hier sind Fenster. Ich habe überlegt, ob hier wohl auch ein Warren guckt. Na, no. Vielleicht gibt er ja langsam auf. Das ist Samuel. Hey, cool, Samuel. Aha, aha, aha. Naja. Aber ich glaube, ich habe mir sonst ja alles schon angeguckt. Oops. I forgot about the water pressure. Ja, dachte ich mir doch. Dass der Druck fehlt. Dann. Damit alle was davon haben. Okay. Raus. So, jetzt geht's darum, dass. Die Oktober Country von Bradbury zu holen und also das Buch, was Max von Kate geliehen hat. Apropos. I need to get dressed before I go there. Vor allem brauchst du das Buch. Ich denke mal, es ist beides in dem Fall dort. Kann ich mir andere Sachen angucken in der Zwischenzeit eigentlich? I sure would like to catch this hall tagger. Ja, wahrscheinlich. Nur das. I need to get dressed before I go there. Dass ich nicht zu Kate gehen brauche. Ja, okay. Dann gehen wir das Zeug mal holen, ne? Ja?